Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von FIFA 14. Heute spielen wir gegen den FSV Frankfurt. Das Spiel am Wochenende war ja gegen Bochum, ne? 0-0. Vielleicht hätten wir am Ende noch was reißen können, hätten wir vollzählig zu Ende gespielt. Aber da hat uns der nette Herr Schiedsrichter und der Florian Jungwirth in Strich durch die Rechnung gemacht. Die wollten ja nicht, dass wir vollständig zu Ende spielen. Und jetzt hat der Herr Audia, also hat 3 Spiele Sperre bekommen für eine sehr umstrittene rote Karte. Wir können über mein Gehalt sprechen. Mein Gehalt betrifft, ich denke, mein Betrag für die Mannschaft nicht unbedingt mit meinem Gehalt gesprochen wird. Ja, später. Gut, ich habe ja Geld. Eigentlich. Lass mal hier beim Budget umschitten hier auf die andere Seite. Oh. 100.000 reicht. So. Gucken, ob ich irgendjemanden hier rüber schicken, ob ich den wieder zurückschicken kann. Ziel. Ja. Leihe beenden. Wir haben eigentlich noch mehr als 11 Spiel. Ach. Behalten wir erstmal. Ist doch wurscht. Sicher, sicher. So, Büro, schnell die Verträge gucken. Koch. Da ist er. Aber bitte keine. Ja, das ist ja noch moderat. 7000. 2 Jahre. So, Kirsten. Kirsten, Verhandlung läuft. Nee. Kirsten wollte 7000 haben. Kirsten bekommt 7000. Und auch die 2 Jahre. Jetzt habe ich vergessen, essentieller Stammspieler draus zu machen. Audia, wie viel möchte der haben? Der will behalten. So kann man das lassen. Dedic möchte erhöhen. Und mit Lucia verlängern. Mal gucken, ob ich den ein bisschen weniger Geld rausschruppen kann aus dem Genicke. So 10.000 Maximum. Oh, der Rest ist mir wurscht hier oben fast. Gut. So. Oh, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ich möchte jetzt spielen. So, jetzt baut es erstmal wieder auf. Zurzeit sind wir Tabellenführer. Wir können unseren Vorsprung auf den Zweitplatzierten heute ausbauen. Von 2 auf minimal 3 Punkte. Oder wir können sogar Vorsprung verlieren. Auf maximal war das, glaube ich, 5 Punkte. So, ich spiele immer noch mit den dreckigen gelben Hosen. Schauen wir mal, was wir hier an der Aufstellung ändern können. Fjell und Bregerie könnten eine Pause gebrauchen. Ich nehme mal Fjell raus. Kann der Hartmann mal spielen? Ravac. Ja, Ravac, komm. Nee. Bregerie spielt. Der ist wichtig für die Abwehr. Sozusagen der Fels in der Brandung. So. Ja. Sag mal, was soll man noch Großes zum Spiel sagen? Wieder viele vergebene Chancen. Oh. Vorbeigeschossen. Viele vergebene Chancen. Du hast sowas zum Beispiel hinten reinmachen einfach mal. Ein Schauspieler mehr in der in der zweiten Liga. Den Herrn Jungwirth. Jo. Sonst eigentlich nichts. Mal gucken, wie sich das Spiel jetzt hier anfühlt. Ich habe jetzt mal endlich mal wieder privat
FIFA gespielt. Einfach mal so. Spiele schon etwas leichter. Und. Jawohl. Spielt sie irgendwie viel leichter. Ja, sollte ich nicht so viel wieder privat spielen. Oder Schwierigkeitsstufe hochstellen, mal üben. Das wird sich noch zeigen. Ich werde mal Übungen. Obwohl, das ist ja. Das sind ja keine Kaliber für mich. Wenn ich dann gegen die Bundesligisten spiele im DFB-Pokal, das ist hart. Harter Tobak. Wenn ich gegen die spiele immer. Oh. Uiuiuiuiuiui. Susac gelb. Aber. 5. Minute oder was? Na, 3. Minute Tor und 5. Minute gelbe Karte. Oh. Komm raus, Kirsten, jawohl. Steht kurz vor der Vertragsverlängerung natürlich. Oh. So. Gut. Abseitsfalle hat gewirkt. Nee. Mal schauen, wie das hier wird. Was habt denn ihr so Schönes zu Weihnachten bekommen? Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Das ist das erste Video nach Weihnachten. Oh. Und, Alter, das gibt's da nicht. Kopfball ungeheuer Dedic. Das war jetzt Zufall. Jawohl. Finde ich schön. Finde ich nice. So, ich müsste jetzt auch bald mal meine Festplatte wieder bereinigen. Ich sehe gerade, es ist nicht mehr viel da. Ja, na, also gut, sind ja auch die ganzen alten FIFA-Aufnahmen noch mit drauf. So, wenn das jetzt hier mal klärt, Schützenfest wird, sozusagen als Weihnachtsgeschenk, nachträgliches Weihnachtsgeschenk, ist das hier ein kleines Schützenfest hier für uns. Wupp. Ah, doch ne, muss wieder überall. Boah! Die spielen riskant, die Frankfurter. Die sind aber, ich glaube, ohne in der Tabelle so gut zu sehen. Oh. So, na gut, so. So sicher stehe ich hinten nun auch, ne? Dass ich jetzt Schwierigkeitsstufe hochstellen kann. Und. Ah, oh, ich dachte schon. Irgendjemand hin. Das hier zum Beispiel. Das soll mal zeigen, dass er die 15.000 wert ist. Wir müssen im DFB-Pokal weiterkommen, dass wir Geld haben. Immer noch kein Abseits, jawohl. Es läuft heute mal für uns. Wie es in Wirklichkeit für Dynamo nicht so rund läuft, ist mir ein Rätsel mit dieser Mannschaft. Ne, ich spiele auch bloß auf Profi. Das ist scheiße. Einige haben mit dem auf Profi spielen schon ein bisschen mehr Schwierigkeiten, aber sozusagen, ist, wenn man eingespielt ist, zum Beispiel, eingespielt auf Legende, wenn man dann richtig eingespielt ist, kann man dann dort auch ganz locker gewinnen. Aber. Nee, das Niveau werde ich nie erreichen. Da müsste ich ja jeden Tag spielen, um das Niveau zu halten. Nee, er spielt lieber manchmal ab und zu. Und jetzt habe ich ja Ferien bzw. Urlaub. Da kann ich mal ein bisschen öfter spielen. Da werden die Ergebnisse zwar ein bisschen verfälscht in der Zeit, aber nachher sind die dann wieder realisierbar. Oh! Uiuiuiui, muss ich mal kurz ein bisschen weiter rausholen? Jawohl. Jetzt nach hinten. Gut. Nein! Ja, gut. Schiedsrichter, ich weiß es ab. Ach komm. Da arbeitet der Dedic mal mit nach hinten mit und dann wird er gleich abgepfiffen. Jo. Der hat ja wieder nicht von Beginn an. Ne, der hat das erstmal jetzt nicht von Beginn an gespielt. Bei Jansen, da hat Audia mal von Beginn an gespielt. In der Mitte steht wieder jemand. Boah. So, Schulz gibt Gas. Hat doch kein Gas gegeben. In die Menge, einfach in die Menge. Irgendeiner wird sich schon den Ball holen. So, ach Mann. In den Rücken. Der Ball gerollt. So. Boah. Was für ein Zusammenspiel. So. Ball abgeluchst. Oh fuck.
Oh, fuck. Das war optimistisch gespielt. Kopfball ungeheuer. Jawohl. So, haben wir einen Ball. Muss ich bloß hier mal anbieten jetzt. Schön. Ey, das war geschoben. Ey. Herr Schiedsrichter, das war geschoben. So. Wow. Hohe Fußballkunst. Jetzt fängt er wieder an mit Chancen durch. Ich darf nicht zu überheblich werden. Und gleich weiter schick offensiver spielen. Die ziehen sich schon freiwillig zurück. Oder machen es einfach mal wieder mit einer Flanke. In die Mitte. So. Steht wieder keiner bereit. Ach, abseits, wunderbar. Ach gut, können wir so... Wow! Wow, 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 wow. Und sind wir schon wieder vorne. Nee, oder? So schnell nach vorne, so leicht. Was? Oh nein, nee, jetzt. Das gibt's ja nicht. Wieso wurde das jetzt unterbrochen? 3.9. Minute und dann haben wir nichts mehr gemacht. Gut, wir schalten doch noch nicht. Lieber noch nicht runter. Hoch mir nicht. Wir wollen ja erstmal aufsteigen, dann können wir auch hochsteigen. So, gegen dreimal bessere Mannschaften spielen. Gucken, wo dann der Verein das Geld hernimmt. Boah, die halten natürlich. Oder Lucia oder sowas. Oder Dedic. Alle Spieler halten. Und einige verkaufen. Ja. Bam, Ball. So. Am Ball wieder. Oh. Nee. Was war denn das für ein Pass? Pagenburg? Nee. Nee, Pag ist doch von meinem Endtrainer von Rostock. Nee, Pagenburg. Alter, was war das für ein Pass? Von wem kam der? Brischerie. Gut, nicht mehr so überheblich spielen. Wir müssen jetzt mal wieder was für die Offensive tun. So, ein sinnloser Gegentreffer. So, mal wieder ein bisschen besser zusammenspielen. So. Nein! Nein! Oh. Es hat so super angefangen, das Spiel. Und jetzt haben wir es fast aus der Hand gegeben. Das ist ja fast wie Nürnberg. Aber Nürnberg hat ein 3-0 aus der Hand gegeben letzte Woche. Glaube ich, war das. Ja, Nürnberg hat ein 3-0 aus der Hand gegeben. Haben noch unentschieden gespielt und das wollen wir nicht, dass das hier noch passiert. Oder vor 2 Jahren, wo Mainz so super gespielt hat, hat Wolfsburg 3-0 geführt und haben 4-3 verloren. Gewonnen, wollte ich schon sagen. Nee. Halt haben sie verloren. Nein. Jawohl. Ja, das gibt's ja nicht. Jeder Scheißpass. Boah, nein! Wieso kommen die Bälle denn an? Ah, zu weit. Viel zu weit, der Pass. Noch 30 Minuten durchspielen hier. So. Ah, verletzt den Ball. Ihr müsst jetzt kämpfen. Oder so. Das bringt wieder Zeit. So, die können wechseln, wie sie wollen. Die dürfen kein Tor mehr schießen. Oh. Hoffentlich kriegt Kirsten den Ball. Gut. Aber die gehen schon drauf. Die wollen. Die sehen, dass hier das Unentschieden drin ist. Und nach außen über Leistner. Aber es bietet sich keiner an auf der Außen. Oh, fast den. Gegner schon Trainer umgesetzt. So, Rukavica kommt ins Spiel für Zierreich. So.
Lass mal laufen, das Spiel. Oh, 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 oh. So, über den netten Herrn. Ah, schade. Gut abgerätscht. Jetzt steht er vorm Ball. Ey, das ist manchmal verbuggt. Manchmal sprinten sie den Ball hinterher. Manchmal laufen sie bloß hinterher. Gut, das kommt vielleicht auch auf die Situation an. Die können sich der Situation gebunden nehmen. Wir haben ja gerade Zeit gehabt. Ne, der sprintet zum Beispiel hinterher und dann lässt er das hinten liegen. Wenn er denkt, der kommt nicht mehr wieder dabei. Handspiel! Alter! Das muss doch Handspiel! Ich muss das mal gucken, wo ich das einstellen kann. Uiuiuiuiui! Gut. Rocherie, das ist überhaupt zu weit vorne. Koch ist auch bis weit hinten. Also er kommt halt nicht vorbei. Steht dem einfach so im Wege. Ohne was. Oh. Der ist schnell. Was für eine Blutgrätsche. Aber was für ein schöner. Boah. Klant hat Alex Schliegerspieler auch noch gegen drauf. Nicht gegen uns. So. Oh nein, ey. Die bremsen alle ab. Oh nein. Ich war schon weiter. Schieß, schieß. Oh. Scheiße. Mann, Lucia, Dedic, das wird doch wieder zum Chancentod hier. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Feiner Pass. Oh, nein, was geht denn da so weit runter? Entgegengehen, abseits. Ey, meine Spieler haben die Hand gehoben. Oh. Aushelfen auf außen. Jawohl. Der erste Eckball. Raus mit dem Ding. Sicher. Na, no, nach vorne das Ding. Jetzt lauf. Lauf, Dedic. Lucia, komm. Nachsetzen. Oh nein, um 5 Minuten Nachspielzeit, Alter. Woher kommen die denn? Das war sauber. Das war sauber. Das Tackling. Bam. Nein. Steht dort keiner. Oh Mann, ich stelle mich gerade blöd an. Leist mal ganz sicher. So. Wunderbar, 2-1, Alter. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir noch am Ende so doll schwimmen. Nach so einem super Start. Ja. Zweikämpfe 21, wir. Schussgenauigkeit 42%. Ja. Die haben die Hälfte ihrer Chancen genutzt. Das müssen wir noch ein bisschen. Ja, eigentlich wir auch. Mit den Torschüssen sind noch sehr viele vorbeigegangen. Eiskalt, ey. Eiskalt vorbeigeschossen. So, Düsseldorf hat auch gewonnen. Das ist, gut, da haben wir wieder bloß, haben wir eine Niederlage frei. Sozusagen, eine Freimenge von einer Niederlage jetzt. So, jetzt lädt's nur ein Weichen noch. Das ist so normal für FIFA. Oh! Vertrag akzeptiert von Christopher Thiel. Das habe ich jetzt schon zweimal gelesen. Gut, das ist wieder FIFA, kleiner FIFA-Bug. Oh, und jetzt sind auch immer wieder 4 Leute online. Oh, das ist echt bitter manchmal, was hier so abläuft. Ja. So, mal schauen, gegen wen wir als nächstes spielen. Unser Vorsprung beträgt 5 Punkte und also unser nächstes Spiel ist gegen. Oh, hängt das wieder? Jetzt doch nicht mehr? Gegen Kräuter Fürth.
Wir stoppen Benjamin Kirsten wegen neuen Vertrag. Hat er irgendwas gesagt? Oh, hoffentlich verlängert er. Ich hoffe, dass er verlängert. So. Oh. Wegen neuen Vertrag. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. Danke für Ihr Angebot, meinen Vertrag zu verlängern, aber und da möchte ich nicht festlegen. Ich werde entscheiden, ob ich in Zukunft Fußball spielen werde. Hä, nein! Mohamed Amine hat verlängert. Hat abgelehnt. Gehaltsforderung nicht erfüllt. So. Schauen wir mal. Ja, Leistungsträger der Woche. Dann schauen wir mal kurz vorbei. Wir wollen ja an Christen halten. Wenn wir aufsteigen, dann bleibt er vielleicht. Dedic und... Ja, nur Dedic. Komisch. Gut, danke fürs Zuschauen erstmal. Mit dem Blick von der Tabellenspitze, sag mal. Ciao, bis zum nächsten Mal.